about sovereign mobile devices. Okay, willkommen zu diesem Talk über mobile Geräte und der Autor hat schon ein bisschen was mit Mesh-Netzwerken, Telefon gemacht und wird jetzt hier ein tolles Gerät vorstellen, wo er seine Erfahrungen einbezieht. Thanks. Dankeschön. Today, heute, let's start with an apology. Lass uns mit einer Entschuldigung anfangen. Ich wollte eigentlich einen Vortrag über den 8-Bit-Telefon machen, was wir machen wollten, aber jetzt muss ich leider auf die alte Auflösung zurückgehen. Aber wenn ihr wollt, da gibt es ein Video, das ich gemacht habe in Neuseeland im Januar. Und da hatten wir einen anderen Prototypen. Das könnt ihr angucken, wenn ihr irgendwie ein Kit haben wollt und Telefone machen wollt. Oder kommt vorbei und schnappt euch eins oder spielt mit dem, was ich hier habe. Genau. Okay. Ich dachte, ich fange einfach damit an, mit diesem Bild des Horrors natürlich. Ich bin Australier, ich lebe in Australien und jemand hat gedacht, es ist eine gute Idee, Vegemite in Brezel zu packen. Es ist natürlich eine furchtbare Idee, aber das hat mich irgendwie erinnert an viele Probleme, die wir in proprietärer Hardware haben und in den Verlust der Hoheit. Wir sollten die Möglichkeit haben, eine Brezel zu kaufen, die keinen Vegemite drin hat, wenn wir eine solche wollen. Und was ich wirklich machen wollte, ist, wo ich reden wollte, ist viel Philosophisches. Aber was wir machen, ist ein praktisches Beispiel. Es geht hier richtig um die digitale Souveränität. Wie sollen wir mobile Geräte machen, die wirklich, die wir selber benutzen, die man immer noch benutzen kann? Und wie können wir jetzt Geräte bauen, die man auch warten kann? Weil das ist nämlich die Frage, das Warten ist viel, viel schwerer als das Erstellen. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, unterschiedliche Radiotypen zu verwenden, Geräte, die unabhängig von Infrastruktur sind, die Energie betrachten, die wir brauchen, wie können wir komplexe mobile Geräte managen? Und dann natürlich auch zum Schluss die Frage, wie können wir neue, interessante, mobile Geräte machen, die früher nicht möglich gewesen waren? Oder wie können wir weniger Ressourcen brauchen, um solche Geräte zu bauen, zum Beispiel auch bei Funk? Das Ziel ist, wenn ich in 25 Minuten fertig bin, dann hoffentlich viel Zeit für Fragen habe. Aber wir sind da sehr flexibel hier, denke ich. Okay, was meinen wir, wenn wir digitale Souveränität meinen? Ich habe da schon viel drüber nachgedacht. Wenn wir im normalen Alltagsleben drüber nachdenken, dann ist es was anderes, als wenn wir nur theoretisch drüber nachdenken, als wenn wir das praktisch anwenden. Das bedeutet, wenn wir, dass wir zum Beispiel irgendwie keine, dass wir keine Innovation haben, dass wir Sachen neu verwenden werden. Und natürlich brauchen wir die Möglichkeit, Sachen zu warten, sodass die Sachen lange halten, damit es auch praktisch nutzbar ist und hilfreich ist. Ich habe ein bisschen auf die Wikipedia-Definition gedacht für Souveränität. Es geht um das gesamte Recht und die Macht, Dinge selber zu machen. Wenn wir das in der digitalen Recht nachdenken, dann ist es also unser volles Recht und unsere Macht, einen digitalen Artefakt machen zu können, was wir wollen, ohne dass uns jemand da dazwischen funkt von irgendwelchen Quellen oder Identitäten. Das Recht, Sachen zu verändern, Open Source Lizenzen, lizenzierte Produkte zu verändern, ist nicht unbedingt das gleiche wie die Möglichkeit, die Macht zu haben. Das braucht vielleicht so unendlich viele Personenmonate, um das hinzukriegen. Also wenn Sachen sehr komplex sind, dann braucht man viele Monate, Sachen so gut zu verstehen. Also unterm Strich kommen wir darauf, dass digitale
Souveränität der physikalischen hinterherhängt, und zwar sehr signifikant. Wenn wir zum Beispiel einen normalen Eimer nehmen würden, einen normalen Eimer, den du zum Wasserertragen nimmst, in einem Smartphone ist die Freiheit, die Souveränität über unsere Geräte zu haben, ziemlich schwierig. Ein Eimer, den können wir einfach so lange benutzen, bis er kaputt geht. Der Hersteller kann den Eimer nicht im Nachhinein plötzlich unnutzbar machen. Aber in Smartphones sehen wir diese Art von Sachen. Es ist sehr viel einfacher, einen Eimer selber zu machen, als ein Smartphone selber zu machen. Also die Macht, die Möglichkeit, ein souveränes Smartphone zu machen, ist natürlich sehr viel kleiner. Und natürlich können wir den Eimer ganz anders verwenden. Wir können einfach Augen drauf machen oder Käse reinmachen statt Wasser. Wir können das einfach benutzen, wie wir es wollen. Aber bei Telefonen haben wir das Problem, dass wir in kleine Sandkästen eingesperrt sind. Zum Beispiel bei iOS, aber auch bei Android. Wenn man möchte, dass das Telefon eine gewisse Sache macht, dann stützt man schnell an die Komplexität, die uns daran hindert, diese Art von Sachen zu machen. Und das ist natürlich auch schwierig für Innovationen, um ein besseres Telefon oder einen besseren Eimer zu machen, und problematisch. Ja, es war nicht schon immer so. Am Anfang, als es noch Computer gab, dann waren sie digital unauffällig. Also 1958, da gab es halt die Anleitung, die einem schon viel gezeigt hat. Es gab ganze Bücher darüber, und auch Commodore hat keinen verklagt, wenn er mit seinem PC so rumgearbeitet hat. Also es gab viel mehr, was man mit Computern machen können. Und seitdem hat sich viel verändert. Also es gibt diese digitale Wirtschaft, und die Macht konzentriert sich bei denen, die das erstellt haben. Und sie merken halt, naja, wir können mehr Geld damit verdienen, wenn wir kontrollieren, wie Leute unsere Geräte benutzen, und wenn wir sie darin einschränken. Und auch die Komplexität der Geräte macht es immer schwieriger und schwieriger, selbstständig damit umzugehen. In der Theorie, ich habe einen Fairphone 2, es hat ein freies Betriebssystem, und ich könnte diese Version verändern, aber ja, der Aufwand dafür ist viel zu hoch. Die Lernkurve ist viel zu steil für die meisten. Das ist für die meisten einfach nichts, was sie stemmen können. Und das ist wirklich ein Problem. Und dann gibt es halt noch das Problem mit der geplanten Obsoleszenz. Ja, Unternehmen wollen neue Sachen verkaufen, deshalb interessieren sie sich nicht dafür, was die alten Produkte machen, sondern machen einfach ein neues Produkt und kümmern sich darum, dass die Leute das neue Produkt kaufen. Schränken halt das alte Gerät ein und die Verwendung des alten Gerätes weiter an, um halt Anreize zu schaffen, ein neues Gerät zu kaufen. Ja, diese Verhalten können entweder aktiv oder passiv sein, aber ja, wenn wir wirklich wollen, dass Leute ihre Geräte wirklich besitzen, wenn sie dafür bezahlt haben. Und das Problem ist die Komplexität von modernen Systemen, was wirklich die Unabhängigkeit und auch unsere Macht über die Unabhängigkeit einschränkt. Je komplexer es ist, desto schwerer ist es, irgendwelche Änderungen zu machen. Man weiß nicht, wo man anfangen soll. Es wird viel Aufwand. Lass uns über Android reden. Wenn ich meine eigene Version von Android für mein Fairphone verwalten möchte, dann braucht es mindestens 10 von mir, um das halt effektiv und wirklich wirksam zu machen. Und wenn ich jetzt wirklich ein Modem in einem Smartphone irgendwie verwalten und aktualisieren möchte, dann wird es noch viel schwieriger. Also wenn wir wirklich Unabhängigkeit haben wollen, dann müssen wir die Art, wie Dinge getan werden, verändern. Und so wie ich jetzt darüber nachdenke, dann fiel mir auf, dass wenn wir in diese Einfachheit in den 1980er Jahren zurückkommen, wenn wir die Komplexität aufbrechen können in einzelne Teilen und dann in den einzelnen Teilen Unabhängigkeit zurückgewinnen können, dann hätten wir mehr Möglichkeiten. Was macht es so schwierig, ein unabhängiges Mobiltelefon zu bekommen?
Das erste ist, wir müssen irgendwas bauen, was so klein ist und elektronisch. Dann sind da diese super kleinen Schaltkreise drin und es ist einfach schwierig und teure Arbeit. Und dann ist die Frage, wie machen wir das, wie verbinden wir die untereinander? Da ist viel Komplexität, wie das funktioniert. Und es wird noch viel schlimmer. Die Software ist so schwierig, auf neue Hardware zu portieren. Also selbst wenn man jetzt die Hardware bekommen würde, wir müssen immer noch eine Software schaffen, die darauf arbeitet. Man müsste irgendwie Android oder ein anderes Betriebssystem darauf portieren und das auch eben betreuen. Und das ist echt harte Arbeit. Ich liebe, was Fairphone oder was Pure Ubs tun, und ich weiß, dass sie das hassen, und sie wachsen daran. Und beide von denen, ja, wenn man die fragen würde, sie würden definitiv zustimmen, dass es viel Arbeit ist, so eine Version von Android zu betreuen. Ein ganzes mobiles Betriebssystem zu betreuen, egal ob es Android ist oder nicht. Und dann von einer offenen Perspektive, wenn wir volle Unabhängigkeit haben wollen, wenn wir der Hardware vertrauen, müssen wir verstehen, wie es funktioniert. Wir müssen ein Modem haben, was wir wirklich vertrauen können, und wo wir vertrauen können, dass es unsere Privatsphäre respektiert und schützt. Und das ist halt wirklich unmöglich, weil, ja, wir haben auch eben unser Mobilfunknetz, was wir auch nicht kontrollieren. Also wenn wir wirklich unabhängige mobile Kommunikation haben, müssen wir jede von diesen Komponenten ersetzen. Und das ist eine wirklich schwierige Aufgabe. Und was ich auch gerade schon gesagt habe, selbst wenn man das jetzt erreichen könnte, die Wartung für eine Person ist quasi unmöglich. Also wenn wir individuelle Hoheit über unsere Sachen haben wollen, dann brauchen wir dramatische Veränderungen bei der Art, wie wir diese Sachen designen und machen. Denn wenn jetzt eine individuelle Person sagt, ich möchte sowas herstellen, dann das ist unmöglich. Ein paar Sachen, die ich habe schon viel gesagt, da gibt es Librem 5, Wi-Phone, da gibt es einen Haufen Leute in Projekte, die irgendwie versuchen, offene mobile Geräte zu machen. Das ist toll. Die haben unterschiedliche Ziele, das bringt natürlich Diversität und frische Ideen von allen möglichen Sachen. Ich möchte da auf keinen Fall irgendjemanden die Motivation nehmen. Im Gegenteil, ich möchte eigentlich sagen, wir sollten alle anfangen, diese Mauern der Schlösser niederzumachen und in die richtige Richtung der Offenheit zu gehen. Okay, wie können wir damit jetzt loslegen? Lass doch dieses ganze veralten Modell umdrehen. Wenn wir anfangen könnten, sagen, wir fangen mit etwas ganz Einfachem an, das ist wahrscheinlich schon veraltet, aber in unserem Beispiel ist es ein 8-Bit-Computersystem und jetzt können wir das runter reduzieren auf etwas, was funktioniert und was auf einem einfachen System funktioniert, aber trotzdem noch so nützlich ist wie möglich. Weil wir auf dem Mega 64 arbeiten, das ist natürlich eine moderne Sache für uns, aber es gibt Leute, die daran arbeiten, wie man diese Randbedingungen verändert, um auf alten Systemen viel zu machen. Wir haben also Selbstvertrauen, dass wir interessante Sachen machen können mit einfachen Architekturen, zum Beispiel einen anderen Prototyp benutzen mit einer eigenen Slide-Software, damit wir dann Präsentationen geben können. Ein Student hat das geschrieben, die Software. Wir glauben, dass das möglich ist, das zu machen. Hier gibt es ein paar Folien, wie wir das früher gemacht haben. Ein ehemaliger Prototyp, nur dass man da mal ein bisschen unsere Ideen erkennen kann. Dein übliches Telefon ist der Teil ganz oben. Alles ist ein großes, schrecklich unsicheres System. Dein mobiles Modem kann Sachen mit der CPU machen. Das kommt auf die Architektur an, ob die CPU das mitkriegt oder nicht. Aber das ist vielleicht nicht ganz richtig für Chipsätze, aber wir können das nicht ohne extrem viel Aufwand überprüfen für einen bestimmten Chipsatz. Wir müssen diesen Geräten vertrauen, weil die zu komplex sind für uns, um zu bestimmen, was die Architektur ist, was da drin wirklich passiert. Unser Ansatz ist also, das auseinanderzubrechen und nicht nur ein mobiles Modem zu nehmen, sondern wir könnten einen Raspberry Pi nehmen, darauf ein Android nativ drauf lassen und das sozusagen als Slave-Prozessor laufen lassen für einen Commodore.
und das hat dann keinen Zugriff auf Mikrofon und Lautsprecher, so dass wir das in Quarantäne bringen können und verschlüsselte Telefonanrufe und so weiter machen können. Und dann können wir auch sehr viel mehr Vertrauen haben auf die Sicherheit dieser Architektur. Und weil es so wichtig ist für mobile Geräte, ist den Audioteil zu schützen vor bösartigen Geräten. Also im Mega 64, also dem Megafon, was wir da rumbauen, haben wir diese Mischung aus Ein- und Ausgängen für die Lautsprecher und Kopfhörer und Bluetooth. Wir wollen den Klartext-Audio-Teil so limitiert haben wie möglich. Wir wollen zum Beispiel Commodore 64 Sachen als Klingeltöne verwenden können, weil wir einfach dann die Hoheit über das Gerät haben, und zwar komplett. Das hat dann angefangen, unser Denken zu verändern, hat sich richtig reingesetzt, irgendwie als ob man das Management in Kopf gesetzt. Also man möchte die Hoheit über den CPU haben, aber nicht unbedingt über die Management-Architektur. Was ist, wenn wir sagen können, wir können nicht den komplizierten Sachen vertrauen, aber wir können vielleicht einfache Systeme, denen können wir vertrauen. Wir nennen diese Idee den kleinen Bruder, und das separiert einfach alle Komponenten, wenn wir dann einen Raspberry Pi benutzen wollen, um Android drauf zu lassen, dann wollen wir das einfach machen und können es in Quarantäne packen. Wir können virtualisieren, wie es auf Speicher zugreift, und dann kann man Sachen austauschen. Und natürlich gibt es auch für andere Komponenten, zum Beispiel das Modem oder die Verbindungen, die man hat für einen 8-Bit-Computer, die kann man in BASIC programmieren. Das alles miteinander zu integrieren, wird dann also sehr viel weniger Arbeit. Und natürlich können wir es innerhalb von 2 Sekunden booten, und man kann lustige Spiele machen, während man darauf wartet, dass man angerufen wird. Man hat einfach die Hoheit darüber, das zu machen, was man möchte. Und auch die Schnittstellen zu verallgemeinern. Also wenn man ein Raspberry Pi verbaut, kann man ihn auch wieder entfernen. Wenn eine neue Version rauskommt, kann man einfach den neuen da reinstecken, ohne das ganze Gerät neu kaufen zu müssen. Das gleiche gilt für das Mobilfunkmodem. Also das ist hier ein einfaches 4G-Modem, aber wir könnten natürlich auch 2 4G-Modems einstecken, und wenn es ein 5G-Modem gibt, können wir auch das einbauen. Und das ist halt ein Industriestandard, also der PCIe-Standard. Und wenn man diese Kupplung sehr lose hat, es gibt halt eine digitale Schnittstelle, und dann gibt es das UART-Interface mit den Kommandos, sodass man da kommunizieren kann auf guten Geschwindigkeiten. Und diese einzelnen Komponenten können nicht miteinander interferieren. Also man kann weder der Raspberry Pi noch das Mobilfunkmodem können irgendwie versuchen, Kontrolle über den AMD, über dem alten Prozessor, über den Commodore 64 Prozessor zu bekommen. Wir können auch weitere Sachen damit machen. Man kann halt mit dem Video arbeiten und Überlagerungseffekte einbauen. Und wenn man jetzt wirklich paranoid wäre, könnte man halt auch diese nicht vertrauenswürdigen abstecken, und man wäre nur mit dem vertrauenswürdigen Kern für halt wichtige Sachen, die einem wirklich wichtig sind. Und also es geht darum, ein Gerät zu haben, wo man die Hoheit über hat, die Kontrolle darüber hat. Und man muss natürlich auch über das Design, über die Entwicklung darüber die Hoheit haben. Und es gibt Dinge, die möchte man nicht haben. Also hier haben wir diese Basis, wo man zwei Modems reinstecken kann. Man kann halt mehr, 4 Mikrofone haben wir für Hintergrundrauschen, also für die Reduzierung von Hintergrundgeräuschen. Wir haben einen normal großen Smartkartenleser darin. Man könnte halt eben eine Fulls, also eine normal große SIM-Karte, die Kreditkarten groß ist, darin verwenden, wenn wir wollen. Wir können natürlich auch einen Bankcard-Laser darin einbauen, weil es dasselbe physikalische Schnittstelle ist.
Da ist ein 100 Dezibel lauter Lautsprecher drin mit einem 2 Watt Verstärker. Ja, es kann, also man kann so laut machen, wie wir wollen. Da ist Bluetooth und Wi-Fi. Wir können einen Joystick daran anschließen. Wenn du das nicht auf deinem Telefon haben willst, ja, brauchst du nicht. Du kannst es so machen, wie du es haben willst, ohne großen Aufwand. Und weil wir auch mit Umwelt und humanitären Projekten zusammenarbeiten, möchten wir halt auch gerne ein Gerät haben, was man auch viele Tage verwenden kann, ohne es aufladen zu müssen. Deshalb ist da eine Unterstützung für eine Solarzelle auf der Rückseite mit 7 Watt. Und dann ist da auch noch ein Dreiband-Radio für UHF-Übermittlungen, auch eben für denselben Zweck. Und wir können natürlich auch komplett andere Sachen damit machen. Man könnte ein Feldkrankenhaus machen, genau mit diesen Geräten, indem man auch zum Beispiel die Geräte, die an deinem Finger angeschlossen sind, um deinen Herzschlag und deine Sauerstoffversorgung überwachen, dann anschließen könnte. Also es gibt eine Vielzahl an Sachen, die man damit erreichen könnte. Eine Sache, die mich auch sehr begeistert ist, eine Android-Implementierung zu virtualisieren, die dann für die Kommunikation mit den physikalischen Schnittstellen. Also wir können Smartphones erstellen, die dafür entworfen sind, um mit Leuten, also um für Leute zu arbeiten, die Einschränkungen, körperliche Einschränkungen haben. Also man könnte halt ein Gerät entwickeln, was so tut, als wäre es ein Touchscreen, obwohl der Nutzer kein berührungsempfindlichen Display bedienen kann und auch bedienen muss, indem man das einfach visualisiert. Und die Commodore 64 Programmiersprache ist einfach zu verwalten, und die Person könnte halt eben selber daran weiterarbeiten, um es weiter für sich anzupassen und weiterzuentwickeln, ohne Hilfe von einer anderen Person zu erfordern. Und die letzten 5 bis 10 Minuten, die wir haben, möchte ich über die Herausforderungen mit Rundfunktelefon in der Hosentasche zu haben. Okay, es gibt ein paar andere Telefone, die in der Theorie diese Möglichkeit schon haben. Fairphone 2 hat so Pads hinten dran, da kann man quasi ein dickeres Gehäuse nehmen und dann kann man Funk hinzufügen. Aber das ist natürlich größere Komplexität, mehr Wartungsaufwand, man muss die richtige Batteriegröße haben für diese Art von Geräten und so weiter. Also was wir mit dem LoRa-Funk gemacht haben, ist, wir verbinden das über den kleinen Bruder, den Commodore, und dann kann es auch weiter funktionieren, wenn das FPGA aus ist. Wir können Energie sparen, man kann Interrupts machen, die das FPGA wieder aufwecken, und man kann sehr energieeffizient sein und einen Haufen interessante Sachen machen, zum Beispiel Protokoll-Level oder Software-Defined Radio. Okay. Jetzt hüpfen wir da so ein bisschen durch. Wir haben darüber schon gesprochen. Jetzt will ich darüber reden, dass wir die physikalischen und gesetzlichen Rahmen hinkriegen müssen. Wir wollen ja ein digitales Gerät, über das wir die Hoheit haben. Und mit Freiheit können wir die Welt so formen, wie wir sie wollen. Also, ich würde sagen, es gibt ein paar lizenzfreie Bände, also man es ist nicht unbedingt, man braucht gar keine Lizenz, sondern das hat eine Lizenz, die dich das benutzen lässt in verhältnismäßig Freiheit. Aber es ist natürlich kein Band für die gesamte Erde, und es gibt unterschiedliche Regeln in unterschiedlichen Bereichen der Welt. Und dann gibt es da diesen klitzekleinen bisschen bei 433 bis 434 MHz und bei 868 MHz. Und naja, in Australien und in US und in einigen anderen Ländern sind ein bisschen glücklicher dran. Die haben zwischen 5 und 10 MHz bei 900er Bereich. Da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Randbedingungen. Das ist aber sehr viel nützlicher. Mit einem Gerät, wo wir die Höhe haben, können wir alle drei Bänder reinbauen. Das ist natürlich ein bisschen teurer, aber dann können wir kreativ werden, wie wir diese Sachen benutzen können, um die soziale Lizenz drumherum richtig zu integrieren in unsere Ideen.
welche Frequenzbänder sollen wir nutzen, welche Regeln sollen gelten, aber wir brauchen nicht unbedingt Permission von einer, also Erlaubnis von einer bestimmten Datenbank, weil dann verlieren wir unsere Hoheit. Darüber habe ich ein bisschen geredet. Wir wollten also das erlauben. Das 900-Frequenzband, man kann da mehrere Kilometer weit kommen, auch mit einer sehr einfachen Wellenform. Mit LoRaWAN kann man viele Kilometer gehen, überwinden. Das ist also sehr, sehr interessant, um Lokalisierungsmesh-Netzwerke zu machen, die über große Distanzen funktionieren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf dem Camp das End-to-Ende zur Verfügung hätten, dann müssen wir natürlich noch entsprechende Protokolle sehr sorgfältig designen. Das ist auch was, worüber wir noch uns Gedanken machen müssen. Okay, ich habe auch über das 400er-Frequenzband ein bisschen geredet. Was interessant ist, ist, dass es jetzt inzwischen weit besser zugreifbar ist, zugänglich ist als früher. In Australien ist zum Beispiel erst kürzlich erlaubt worden, mit unterschiedlichen Einschränkungen, nicht so wie in Europa, aber es hat noch den Vorteil, dass wenn wir da runterkommen, dann können wir ein bisschen mehr um Hindernisse kommen. Es trägt ein bisschen weiter und hat geringeren Verlust, aber ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. In Europa ist es immer noch mit Restriktionen zu Nutzzyklen, Duty Cycles belegt. Wenn wir jetzt also ein Hoheitsgerät haben, wenn dann irgendwie Lizenzen sich verändern, wenn Frequenzen sich verändern, dann können wir darauf reagieren. Wir sind nicht wie Hersteller, die paranoid darüber sind, dass sich da was verändert, weil sie ganz, ganz kleine Teile in Regeln entsprechend implementiert haben. Und da gibt es natürlich auch die ähnlichen Probleme im 800er-Bereich. Das ist praktisch nutzbar. Aber wir müssen nicht mit diesen Frequenzbändern arbeiten. Es kommt darauf an, was man machen möchte. Gibt es natürlich noch andere Optionen, die verfügbar sind. Manche sind natürlich Legacy. Das kommt natürlich auch wieder da an, wo du bist, ob du erlaubt bist, da digital darauf zu modellieren und wenn ja, welche Wellenform du benutzen möchtest. Außerdem hat man unterschiedliche Kanäle, zum Beispiel das 27 MHz Band. Das ist echt ganz cool. Man kann über ein, zwei Hügel hinkommen. Das kann sehr gut dafür genutzt werden, Leute in entlegenen Gegenden miteinander zu verbinden. Außerdem haben sie meistens höhere Energie, Übertragungsenergie. Also die Datenrate ist vielleicht kleiner, aber wenn du Kommunikation über weite Entfernungen haben möchtest, dann ist das gut. Es kommt halt darauf an, was du möchtest. Textübermittlung und kleine Dateien, ja, aber jetzt nicht Videotelefonie. Und natürlich, Leute können diese Räume austesten und die Grenzen verschieben, wenn sie die Hoheit darüber haben. Ja, je nachdem, wo man ist, kann es ziemlich günstig sein. Also in Australien, im Outback, da ist das Bandbreitenspektrum total egal. Es hat eigentlich keinen Wert. Für ein paar hundert Dollar im Jahr hatten wir in der Vergangenheit und könnten das auch jederzeit erneut tun, einfach ein paar UHF-Bänder lizenzieren und vielleicht sogar VHF-Bänder, sodass man auch eine richtig lange Reichweite bekommt. Also mit voller Hoheit können wir echt tolle Sachen machen, sogar eine verrückte Sachen. Wir können sogar HF-Rundfunkradios bauen. Ja, also wenn man halt die richtige Verbindung für die richtige Anwendung baut, dann könnten halt einzelne Gruppierungen auch über große Distanz miteinander kommunizieren. Und also heutzutage muss man halt ist man abhängig von Satellitentelefonen und das wäre dann nicht mehr so. Wir können auch ein SDA, ein Software Defined Radio, verwenden für ein komplett Hoheits-, also ein Gerät, das komplett unter unserer Kontrolle ist. Mit ein bisschen Fürsorge und mit den richtigen Kommunikationsprotokollen könnten wir sogar im Feld in fast Echtzeit uns auf den aktuellen Stand bringen und dann könnte man noch überlegen, ob sie daran interessiert sind, uns zu unterstützen in irgendwelchen humanitären Fällen und wenn ja, dann sofort rausgehen und das auch tun. Also es gibt verschiedene
verschiedene Restriktionen. Viel Arbeit wird gesteckt in Mesh-Kommunikation und Peer-to-Peer-Kommunikation. Aber also hier geht es erstmal um Text-Messaging, also um Textnachrichten, die ziemlich einfach umzusetzen sind, aber hohen Wert haben können für die Kommunikation. Und es ist natürlich nicht so einfach zu implementieren, aber ist es halt eine Sache, an denen Leute arbeiten können. Und wenn wir die Freiheit haben, eben mit dem Modem zu arbeiten, dann können wir auch hier versuchen, die Grenzen auszutesten und viel, viel mehr damit erreichen. Also wir versuchen, ein Netzwerkprotokoll auf dieses Gerät zu portieren mit LoRa-Funken und so weiter. In der Zusammenfassung, ich möchte nur, dass wir darüber nachdenken, über dieses ganze Problem, dass wir unsere digitale Unabhängigkeit verloren haben, aber wir können sie auch wiedererlangen, wenn wir uns wirklich Mühe geben, diese Architekturen zu entwickeln und die Schnittstellen, die zusammenbinden und anstatt uns irgendwie in der Dunkelheit zusammenzubinden, können wir es auch im Licht tun, also im Hellen. Und jeder kann sich beibringen, das zu verwenden und zu adaptieren und auch zu verbessern. Und um zu demonstrieren, wie wir diese Richtlinien, diese Schranken entfernen können, wir haben das hier mit ein paar Euros komplett selbst gebaut, von der Hardware an, zusammen mit ein paar Studenten von mir, und wir können jetzt verschlüsselte Telefonanrufe damit machen, wenn wir es wirklich wollen. Also hier ist das Vertrauen, dass wir es wirklich tun können, und jeder andere kann auch gerne nachbauen, was wir machen. Jeder kann auch seine eigenen Ideen einbringen. Also wir möchten hier nochmal den Unabhängigkeitswinkel nochmal verstärken, und verschiedenste Leute können davon profitieren, um halt dieses Problem aufzubrechen, dass wir unsere digitale Unabhängigkeit verloren haben. An dem Punkt möchte ich aufhören und gerne noch eure Fragen entgegennehmen, wenn welche da sind. Danke. Okay, wir haben ungefähr 10 Minuten für Fragen. Es sollte irgendwo ein Microangel sein, aber wenn ihr Fragen habt, dann macht euch sichtbar und tolle Dinge werden passieren. Während wir hier warten, kannst du vielleicht einfach mal das Gerät zeigen, weil die Größe ist natürlich auch interessant zu sehen. Okay. Das haben wir im Labor gebaut, also es ist laser gecuttet für das Gehäuse, das ist natürlich easy. Aber es ist so eine erwachsenen Spielekonsole-Größe. Es ist natürlich auch kein Problem, das kleiner zu machen, das dauert nur wieder Einsatz. Es braucht Einsatz. Okay, da gibt es aber Fragen. Okay, das Mikro geht. Ihr habt ein bisschen viel darüber geredet, über die Möglichkeiten, aber jetzt nicht darüber, wie man die Herstellung verteilen kann. Kriegt man dafür ein Kit oder muss man die Boards selber machen, Stück für Stück und so weiter und so fort? Okay, für den Moment haben wir keine Kits. Wir wollen auch nicht, dass du für den Moment, dass du das Board selber machst. Natürlich, irgendwann ist es natürlich super, wenn die Community mitmacht, damit wir das reproduzierbar machen. Da ist natürlich eine Lernkurve initial, aber wir wissen, dass das sehr schnell abnehmen kann und dass Leute dann ein Kit kaufen können oder eine gesamte Einheit. Die interessante Sache der Desktop-Computer, den wir haben, da haben wir einen Pfad, also eine Möglichkeit, das zu vermarkten. Wenn wir zum Beispiel sagen, das ist eine Spielekonsole, dann findet sich ein Markt und dann passieren die Dinge plötzlich. Gibt es eine Website oder ein GitHub? Ja, wenn du Mega 65 Website anguckst, dann findest du sie, oder du kannst mich natürlich direkt ansprechen und auch auf github/mega65 anschauen. Gibt es eine Frage aus dem Internet? Es gibt keine Frage aus dem Internet. Internet, bitte stellt Fragen. Okay, eine weitere Frage von hier unten. Vielen lieben Dank für diesen total tollen Vortrag. Ich habe
gesehen. Ihr habt darüber nachgedacht, verschlüsselte Telefonanrufe zu ermöglichen. Und die Gesetze in Europa und wahrscheinlich auch in den Vereinigten Staaten, die restriktieren die öffentlichen Bänder, dass man keine Verschlüsselung benutzen darf, sowohl für analog als auch digital. Ja, diese Bereiche habe ich schon gehört, aber da muss es irgendwie eine Lücke geben, weil zum Beispiel Wi-Fi benutzt diese Art Frequenzbänder und wir dürfen HTTPS benutzen, was Verschlüsselung ist. Ja, wir müssen auf die Gesetze gucken und schauen, was geht und was nicht geht. Was ich interessant finde, ist, dass die meisten Länder One-Time-Pad nicht ausschließen, weil es ein Bit pro Bit ist und der Schlüssel ist immer nur ein Bit lang. Also es ist sehr einfach möglich für uns, ein sicheres One-Time-Pad machen. Und die unvertrauten den Komponenten, die wir nicht vertrauen, die werden dann nicht mitreden können, aber der kleine Bruder kann das. Das kann natürlich sichere Kommunikation extrem voranbringen, international. Ja, ich stimme dir komplett zu, aber es gibt natürlich auch andere Länder, wo die Regelungen immer strenger und strenger werden. Also, wenn das möglich ist, werde ich natürlich sehr glücklich sein. Ja, na klar, aber wenn die Gesetze so einfach wären, dann ist es vielleicht cool, dass jemand an der Basis anfängt zu sagen, aber HTTPS ist eine Verschlüsselung und das wollen wir wirklich nicht entfernen. Gibt es inzwischen Fragen aus dem Internet? Nein. Okay, weiter bitte. Okay, total tolles Projekt. Vielen lieben Dank. Ich bin froh, dass jemand diese Idee aufgegriffen hat. Ich frage mich, wenn ich das richtig verstanden habe, man könnte also auch anstatt einer 8-Bit-Plattform, der man vertraut, könnte man das auch einfach in FPGA-IP-Kern machen, dann hätte man mehr Processing-Power. Ja, super Punkt und das haben wir natürlich auch schon getan. Wir haben den Commodore 64 im FPGA implementiert, also dieses Prototypensystem, was nie kommerziell auf den Markt geschmissen wurde. Dann konnten wir 4 GHz statt 1 haben, ein bisschen mehr RAM haben und einen Haufen nützlicher Sachen. Aber es ist immer noch architektonisch leicht genug, um es zu verstehen. Aber du bist natürlich komplett richtig. Dieses Denken ist genau das Richtige. Und umso mehr Leute mitmachen, umso besser ist es. Ich würde es lieben, wenn das passiert. Okay, ihr habt viele Feldtests gemacht, wenn ich das verstanden habe. Wo kommst du und deine Kollegen her? Was arbeitet ihr? Okay, ich arbeite an der Flinders Universität und unterrichte Computerwissenschaften und Netzwerksicherheit. Und wir arbeiten mit mehreren Organisationen zusammen. Und wir können uns da gerne in Ruhe drüber unterhalten, jederzeit auf dem Camp. Nächste Frage aus dem Raum. Ich habe mich gefragt, was der Freiheitsstatus ist. Welche FPGAs man benutzt und ist da freie Software drauf? Ja, das ist ein Gebiet, wo wir richtig gerne Hilfe brauchen. Wir haben ein FPGA für den Moment, das eine proprietäre Toolchain benutzt. Ich finde das nicht gut, wenn die Sachen in dieser Situation sind. Wenn jemand daran arbeiten könnte, wäre das super. Falls da jemand Lösungen findet, auch offenes Silikon wird total fantastisch. Ich würde diesen Punkt gerne erreichen, aber wir versuchen gerade die ganzen anderen Projekte zu Probleme zu beheben, sodass die Leute mehr und mehr da in der Lage sind, ihre eigenen Telefone zu bauen und dann am Ende damit zu tun, was auch immer sie damit tun möchten. Vielleicht mit dem ECP5 ist die Toolchain nicht zu. Ja, wir würden gerne offene Toolchains für FPGAs nehmen, aber wir brauchen Hilfe beim Portieren, weil wir die ganzen anderen Sachen machen. Aber wenn du helfen möchtest, ich würde das begrüßen. Wir können auch auf Deutsch fragen. Wenn gibt es weitere Fragen? Ja, Bonus. Wir können es auf Deutsch machen. Also, well, okay. No, we can also do questions. Auch deutsche Fragen sind möglich, falls das jemand möchte. Anyone else has a question? Hat jemand noch eine Frage? Okay. Vielleicht das Internet. Okay, ich habe noch eine Frage. Am Ende hast du viel darüber über
die darüber geredet, wie Signale sich biegen, beugen. Ja, okay, im Wesentlichen, wenn die Wellenlänge länger ist, umso mehr kann es um Sachen herumbiegen. Wenn ich sage biegbar, dann ist es natürlich ein fiktiver Ausdruck, aber ich meine damit, um Hindernisse herumzukommen. Und je kürzer die Wellenlänge ist, umso schlechter geht das. Wie würde es sich jetzt biegen? Ja, das ist eine tiefe Physik, da kann dir eben ein Physiker wahrscheinlich besser helfen. Wenn du langsame Wellen machst im Wasser, dann würden die zum Beispiel weniger um Sachen brechen, dann geht es leichter. Wenn du kurze Wellen machst, dann biegen sie sich nicht so selbst. Und das ist genau das gleiche mit Atomen, wie das jetzt im Beispiel des Wassers war. It can also be even more physics-based for the physicists in the audience. No? Okay. Noch keine Frage, auch physikalische Fragen? Nein. Okay, dann lass uns dem Vortragenden einen großen Applaus geben und damit verabschieden sich aus der Übersetzerkabine Mr. Bronze und... Ja, wenn irgendjemand noch hier hinkommen möchte und sich vielleicht nochmal informieren möchte über den Prototyp, den wir hier liegen haben oder so, kommt einfach zu mir, fangt mich irgendwo ab. Ich gebe jetzt keinen festen Platz, wo wir rumhängen, aber meine Mobiltelefonnummer war am Anfang. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ja? In the meantime, two toilet-related announcements. Ja, genau, da ist die Mobiltelefonnummer. Noch zwei Toiletten-Anweisungen, und zwar wäscht eure Hände und benutzt die Zahnbürsten. Danke. Oh.